Der nächste Redner, Klaus Töpfer, wird bestimmt eine ganz andere Betrachtungsweise haben auf das Thema. Er ist ein ausgewiesener Umweltexperte, war Umweltminister Ende der 80er in Deutschland und dann Leiter des UN-Umweltprogramms und ist wirklich einer der renommiertesten Umweltexperten auf der internationalen Bühne. Er ist nun fest davon überzeugt, dass man irgendwann in der Lage ist, die Ökoenergien bzw. Atomstrom und die fossilen Energien durch Ökoenergien zu ersetzen und dass Deutschland da auch wirklich einen Vorteil hat, weil wir einfach so weit schon sind mit den Technologien. Damit würde ich Sie gerne auf die Bühne bitten. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, Herr Sieg, Herr Sinn, da schlottern einem doch die Knie, wenn man danach etwas zu dieser Thematik der Energiewende sagen darf. Dennoch, ganz herzlichen Dank, Herr Sieg, dass Sie mich eingeladen haben. Ich wage es auch kaum zu erwähnen, dass ich ebenfalls Ökonom bin und dass ich sogar, umso schlimmer, an derselben Universität Volkswirtschaft studiert habe wie Herr Sinn. Nun ist er, wie Sie sehen, deutlich jünger als ich. Wenn ich mich richtig erinnere, hat er zumindest in meinen Übungen zu meinen Füßen gesessen. Und das mag sich ja in der Volkswirtschaftslehre in der Zwischenzeit vieles getan haben, muss es ja wohl auch, denn sonst wären sicherlich die Aussagen und die Rezepte der Ökonomen zur Vermeidung dieser dramatischen Finanzkrise, denen wir uns gegenüberstehen, etwas trefflicher gewesen. Dies jedenfalls zu meiner kleinen Entschuldigung. Also ich bin einer der Ökonomen, die wahrscheinlich doch nicht den gesunden Menschenverstand haben, wie ich gerade von Herrn Sinn bestätigt bekommen habe. Nun bin ich aber in einer ganz guten Situation, es sind relativ viele ohne den gesunden Menschenverstand. Ich komme gerade aus Abu Dhabi. Abu Dhabi ist in der Mitte der fossilen Energieförderung, im Gegensatz etwa zu Dubai, wo die Öl- und Gasförderung praktisch schon zu Ende gekommen ist Abu Dhabi zusammen mit Katar und natürlich mit Saudi-Arabien der zentrale Punkt der Förderung von Erdöl und Erdgas, Versorger der Welt, auch deswegen von größter Bedeutung, weil dort die Gewinnungskosten für diese fossilen Energien noch vergleichsweise sehr niedrig sind. Denn alle diese fossilen Energien, die bei uns noch in der Erde liegen, liegen halt ärgerlicherweise entweder immer tiefer unter dem Meeresspiegel oder sie liegen in Regionen, die zu erschließen außerordentliche zusätzliche Probleme und damit Kosten bringen. Man sagt so schön, bei den fossilen Energien, die low-hanging fruits, also die unten hängenden Früchte, die man leicht ernten kann, sind schon geerntet. So ein kleiner Hinweis auf die Tatsache, dass Preise etwa für Erdöl ansteigen, wäre vielleicht sogar damit verbunden, dass man, wie wir im Golf von Mexiko gesehen haben, durch die Tatsache, dass man immer tiefer im Meer heruntergehen muss und dann noch eine immer größer werdende, dicker werdende Deckschicht zum Öl durchschlagen muss, die Wahrscheinlichkeiten von Risiken erhöhen, aber vor allen Dingen auch die Kosten erhöhen. Also der Trend, meine Damen und Herren, ist sicher. Selbst wenn keiner mit irgendwelchen Säbelrasseln in der Welt wäre, die Kosten und damit die Preise für fossile Energieträger zumindest von Erdöl würde weiter ansteigen. Dass wir in Gas eine neue Situation haben, sollte man erwähnen, weil es für die Energiewende von großer Bedeutung ist. Der Weltmarkt für Gas hat sich deutlich dadurch verändert, dass man mit modernen Techniken das sogenannte Shale-Gas gewinnen kann. Ergebnis: die Vereinigten Staaten von Amerika, lange Zeit der größte Gasnachfrager auf dem Weltmarkt,
sind jetzt in diesem Bereich autark und an der Schwelle dazu, dass sie Gas exportieren werden. Und wir werden auch in anderen Regionen dieser Welt die Diskussion, kann man Schiefergas gewinnen, deutlich haben, auch in Europa. Die damit verbundenen Umweltwirkungen, besondererweise des sogenannten Frackings für das Grundwasser, führt nur dazu, dass erhebliche Widerstände dagegen ebenfalls aufgetreten sind. Aber fragen Sie bei den großen Gasversorgern in Deutschland nach, sie alle haben erhebliche Probleme, diesen Rückgang der Gaspreise zu verkraften und sehen sich intensiv um, wie sie diesem begegnen können. Also, dass ich in Abu Dhabi war, lag nicht an meiner Genusssucht und an meinem Sinnen und Trachten, am Strand zu liegen, sondern dort in Abu Dhabi findet gegenwärtig The World Future Energy Summit statt. Direkt davor ist die Jahrestagung der Institution IRENA, das ist die Internationale Erneuerbare Energieagentur, die international gegründet worden ist, die wir eigentlich sehr gerne in Deutschland gehabt hätten, aber die Scheichs in Abu Dhabi haben uns schlicht und einfach ausgepokert, haben ganz andere Standortbedingungen gegeben. So ist diese Institution in Saudi-Arabien. Warum? Warum? Meine Damen und Herren, ich kann Ihnen eins sagen, es gibt auf dieser Welt kaum eine Region, in der so intensiv Solarforschung betrieben wird wie in der arabischen Halbinsel. Gehen Sie einmal in die neue Universität in Saudi-Arabien, die dortige Fakultät für erneuerbare Energien, insbesondere für Solarenergie, ist eine der besten, der bekanntesten und sie wird sich weiterentwickeln. Natürlich, völlig eindeutig, man will alles dran setzen, dass man auch diese Technologien der Energiegewinnung nicht anderen überlässt, sondern dabei ist und dass man neben dem Schweizer Konto und neben dem Rausholen oder Drinlassen von Energie die Möglichkeit sieht, diese Öldollars jetzt so investieren zu können, dass damit auch auf Dauer eine Exportsituation von Energie aus dieser Region heraus gesichert ist. Ganz schlicht. Und das machen die nicht nur mit Forschung. Die bauen gegenwärtig, Sie werden es sicherlich gehört haben, in Abu Dhabi eine neue Stadt. Eine Stadt, die CO2-frei sein wird. Und das ist nicht Plan, Sie können hingehen, da ist das Größte schon gebaut, Mazda City. Und diese Mazda City wird belegen, dass man auch ohne fossile Energien eine solche Stadtentwicklung möglich macht. Nun habe ich nur Probleme, dass ich nichts mehr zu trinken habe. Was mir ohne die Schwierigkeiten macht, wenn es nur Wasser ist, aber da will ich mal darauf verzichten, auf anderes. Also. Ja, sonst sagen Sie mir hinterher, er hat nicht nur keinen gesunden Menschenverstand, sondern ist auch noch süchtig. Und das wollen wir ja verhindern. Einige kleine Epitheta ornans darf ich mir selbst noch vorbehalten. Gut. Also, rund um die Welt wird massiv geforscht und entwickelt, um andere als die klassischen fossilen Energien in die Nutzung zu bringen. Da gibt es zwei Richtungen. Das eine ist, wir machen das über Kernenergie. Nun will ich mich gar nicht mit der Karte, die mit den Grafiken, die dazu gerade gezeigt worden sind, auseinandersetzen. Nur an einer Stelle, Herr Kollege Sinn, sollten Sie konsequent korrigieren. In Japan sind in der Tat 51 Kernkraftwerke. Wissen Sie, wie viel gegenwärtig am Netz sind? Insgesamt 5. 5. Und es gibt in Japan, ich bin selbst dort gewesen, kaum jemand, der davon ausgeht, dass diese Entwicklung sich auf absehbare Zeit, und das ist eine lange Zeit, ändern wird. Ich sage das jetzt nicht jubelnd, sieh mal da, andere gehen unseren Weg. Nein, ich bestehe darauf, mit etwas anderen Worten, ja,
Deutschland ist ein Unikat. Das ist ja eigentlich für ein technologisch führendes Land zunächst mal nicht ein Schimpfwort. Wenn wir immer nur warten, bis wir das tun, was alle machen, könnten wir eigentlich unseren technologischen Fortschritt nicht mehr voranbringen. Wissen Sie, ich habe so etwas wie eine Voreingenommenheit gegen die normative Kraft des internationalen Durchschnitts. Dagegen habe ich was. Wenn ich das also herausnehme, muss ich sagen, ist diese Energie, die Kernenergie, für eine Welt, die in nicht historischen fernen Zeiten, nicht historisch Zukunftszeiten, 9,5 Milliarden Menschen haben wird, Jahre 2050. Meine Enkelkinder sind dann gerade mal gut 40 Jahre alt, also im besten Mannes- und Frauenalter. Da haben die 9,5 Milliarden auf dieser Erde. Und sie haben sie in besonderer Weise dort, wo gegenwärtig massiv Armut ist. Die beiden einzigen großen Weltregionen, die in bevölkerungsmäßig nur wachsen, ist Afrika und ist der indische Subkontinent. Alle anderen sind stagnierend oder sinkend. Auch China wird spätestens zum Ende dieses Jahrzehnts seinen Peak der Bevölkerungsentwicklung erreicht haben. Eigentlich wiederum gesunder Menschenverstand. Wenn du ab 1974 eine Ein-Kind-Politik betreibst, wirst du wohl zu einem Punkt kommen, wo die Bevölkerung nicht mehr ansteigt, sondern sinkt. Genau das ist dort erreicht. Das heißt, ich muss mich fragen, ob diese Technik, verbunden mit den ja so reichlich vorhandenen, aber dummerweise teuer zu gewinnenden fossilen Energien, in der Lage sind, für diese 9,5 Milliarden Menschen Energie zur Verfügung zu stellen und ihnen damit die Überwindung von Armut zu ermöglichen, was dringend notwendig ist für uns. Denn wenn wir diesen Unterschied in der Welt von Wohlstand nicht beseitigen, werden wir eine unfriedliche Welt haben. Sie mögen mich ein bisschen seltsam betrachten, aber ich zitiere gerne Papst Paul VI. Als ich jung war, haben wir den etwas karikiert, das gebe ich leider zu. Das ist ein großartiger Papst, der Montini-Papst. Der hat in seiner nachlesbaren, heute noch nachlesbaren Sozialenzyklika Populorum Progressio den richtigen Satz gesagt: Entwicklung ist der neue Begriff von Frieden. Ich habe 8 Jahre lang in Afrika gelebt. Ich rede nicht wie der Blinde von der Farbe. Entwicklung ist der neue Begriff von Frieden. Und wir werden nur Entwicklung bekommen, wenn wir Energie haben. Das, Herr Sinn, haben wir gemeinsam noch an der Uni gelernt, dass es eine Elastizität von 1 gäbe. 1% Wirtschaftswachstum heißt 1% mehr Energienachfrage. Das haben wir ein gut Stück entkoppelt, aus vielen Faktoren heraus. Aber wenn sie nach China kommt, ist das nicht entkoppelt. Und wenn sie in diese Entwicklungsländer gehen und dort Wachstum brauchen, haben sie es auch nicht entkoppelt. Ich habe 8 Jahre lang in Nairobi in Kenia gelebt. Keine 10% der Menschen hatten Zugang zu moderner Energie. Keine 10%. Afrika ist nach wie vor der Biomasse-Kontinent schlechthin. Und da ist Biomasse ja ein feiner Wort dafür, dass sie Abfälle aller Art verbrennen und damit massive gesundheitliche Probleme sich ins Haus holen. Also, ich muss mich fragen, ob dieses die zukunftsfähige Quelle für Energie ist. Ich könnte mich ja noch dahinstellen und sagen, aber für mich ist die richtige. Nur weiß ich, wenn ich es für mich in Anspruch nehme, kann ich die anderen sagen, oh, Babi, du darfst es nicht. Also muss ich mir die Frage schon stellen. Dies geht, und bisher habe ich den Begriff Klimawandel, meine Damen und Herren, noch nicht einmal in den Mund genommen. Und ich werde ihn auch kaum in den Mund nehmen, denn wir werden diese Energiewende bei uns nur durchsetzen können, wenn es, Herr Sieg, Sie haben völlig recht, ein Business Case ist. Sonst werden wir das nicht backen. Also, ich muss mich mit dieser Frage schon über uns hinaus selbst beschäftigen. Nicht, weil einem deutschen Wesen die Welt genesen soll, take it for granted, sondern dass ich mich fragen muss, auf welche Richtung hin muss ich denn eine Industriestruktur bei uns mitentwickeln, die auch auf Dauer ihre entscheidenden Vorteile darin hat, dass sie Güter exportiert. Welche sind das? Und da muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen,
ist es eigentlich naheliegend, unter mehreren Gesichtspunkten der Energiepolitik zu erforschen, können wir auch solche Energien mitnutzen, die wir bei uns selbst ernten? Denn diese Besorgnis, wir würden nun sehr stark von den Energiescheichs und ihrem Angebotsverhalten abhängig machen, kann ich im Allgemeinen am besten damit verändern, indem ich ein anderes Angebot schaffe. Und diese ist ja wohl offenbar die Sorge des Säbelrasselns. Denn wenn die das nicht ernst nehmen würden, würden sie ja auch genau diese Verhaltensweise nicht haben. Also ist es zumindest zunächst mal eine rationale Überlegung, zu fragen, was gibt es denn in der Palette von Energieangebotsmöglichkeiten noch? Dieser Frage haben wir uns in besonderer Weise nach Tschernobyl zugewendet. Wir waren nach Tschernobyl, wenn Sie so wollen, alternativlos. Die einzige Möglichkeit, die wir damals hatten, war, wir mussten mehr fossile Energieträger verbrennen. Sie können sich ja vorstellen, das ist ja mit meiner eigenen Person eng verbunden, das kriege ich auch immer zu hören. Die Menschen sagen mir immer, weißt du, als du Minister warst nach Tschernobyl, da hast du nicht empfohlen, aus der Kernenergie auszusteigen. Jetzt, wo du es nicht bist, jetzt empfiehlst du es, mit der Ethikkommission auszusteigen. Es gibt ja in Deutschland so die schöne Redeweise, dass die besten Minister immer die ehemaligen Minister sind. Muss man ja sehr vorsichtig sein, damit man nicht in diese Falle hineintappt. Also, der Unterschied ist genau gewesen, dass wir uns damals gesagt haben, und zum Glück hat man mal ein Interview damals gegeben, der Zeitung Die Welt, das hat die auch veröffentlicht auf der ersten Seite mit einem schönen Überschrift, da stand Töpfer-Doppelpunkt, wir müssen eine Zukunft ohne Kernenergie erfinden. Wir brauchen eine Alternative. Und da sind wir rangegangen, haben sehr viel investiert in diese Fragen von Wind und Solar, Biomasse und sind weltweit führend geworden auf diesem Gebiet. Nebenbei Wind im neuen Fünfjahrplan, von China steht eine Windzubaukapazität drin von knapp 100 Gigawatt. 100 Gigawatt. Nur damit Sie mal sehen, wir haben, glaube ich, einen Jahresverbrauch, wir haben einen knapp unter 100 Megawatt angegebenen Verbrauch an Energie bei uns in Deutschland. Und Sie machen nebenbei 5 Gigawatt Photovoltaik in den Fünfjahresplan, was nicht sehr ambitioniert ist. Aber wir sind auf diesem Gebiet technologisch führend geworden. Wir haben einige Bereiche nicht gemacht, was man bedauern kann. Wir haben uns sehr wenig beschäftigt mit Geothermie. Wir haben uns damit nicht beschäftigt, weil sie bei uns wohl offenbar nicht die zentrale Rolle spielen konnte. Glaubten wir, wir kriegen jetzt sehr viel mit der bodennahen Geothermie. Also Angebot, gehen Sie nach Schweden, die sind da mindestens 10-mal so gut in der Menge relativ zu unserer Größe wie wir. Geothermie bedauere ich sehr, denn Kenia, wo ich wie gesagt einige Zeit gelebt habe, hat die gute Lage am ostafrikanischen Grabenbruch, dem Rift Valley, eine junge geologische Formation mit hervorragenden Möglichkeiten der Geothermie. Da stehen schon 3 kommerziell betriebene Geothermie-Kraftwerke, die Strom erzeugen. Und dann sind wir in besonderer Weise auch, und das ist ja das im Augenblick in besonderer Weise diskutierte, in die Frage hineingegangen, wie können wir das mit der Solarenergie machen? Die ist ja jetzt mit dem EEG in besonderer Weise kritisch angesprochen, auch hier vorab. In der Politik kommt das eigentlich jährlich wieder. Das ist so das Loch Ness der Politik, denn immer wenn Sie am Jahresende oder am Anfang des nächsten Jahres die Einspeisevergütungszuschläge bekommen, wird darüber diskutiert. Das ist, können Sie fürs nächste Jahr bereits schon wieder auf Wiedervorlage legen. Was haben wir erreicht, meine Damen und Herren? Was haben wir gemacht? Der Hintergrund war ja einfach. Man hat gesagt, wir müssen technologische Dinge voranbringen. Das ist sehr gut passiert. Wir sind führend geworden weltweit in diesen Techniken. Und dann ist natürlich die zweite Sache, die Technik bleibt so lange völlig ungenutzt, wie es nicht möglich ist, dafür Märkte zu schaffen und Marktzugänge zu schaffen. Man sagt mir, ist nur ein Hörensagen,
dass sowas wie die Kernenergie auch lange Zeit massiv subventioniert worden ist, weil sie Zugang zu Märkten hätten. Und wenn Sie damals den Anteil der Kernenergie, wenn Sie was mit 3 Kernkraftwerke hatten, gesehen haben, waren Sie deutlich unter den Anteilen, die wir gegenwärtig mit den erneuerbaren Energien bereits erreicht haben. Das ist nicht eine Anklage. Ich bin selbst Minister für Reaktorsicherheit gewesen, 7 Jahre lang für etwas über 20 Kernkraftwerke verantwortlich und war nicht der Meinung, dass es der Erhalt der Ministertätigkeit dienlich sei, irgendwie was unter den Teppich zu kehren. Nein, die Kernkraftwerke sind natürlich sicher zu betreiben, sind es glücklicherweise bis zum Zeitpunkt auch. Dies ist auch wirklich nicht die Frage. Wir können doch nicht solche Kraftwerke abstellen, wenn sie nicht mehr sicher sind. Sondern wir müssen sie doch vom Netz nehmen, wenn die Wahrscheinlichkeiten noch nicht da sind, dass sie eine solche Problematik auslösen. Also, diese Frage kann man am Ende dann nur beantworten, indem man sagt, wir müssen auch für die anderen, für die neuen, für die erneuerbaren Energien einen Marktzugang machen. Und das ist in Deutschland geschehen. Zunächst mit dem Einspeisegesetz und dann mit dem Erneuerbaren Energiegesetz, in dem wir die Regelung getroffen haben, dass jede produzierte Kilowattstunde Wind oder Sonne in das Netz eingespeist werden kann, und zwar zu einem ganz bestimmten Preis. Und da die Kosten deutlich höher waren als das, was wir von den traditionellen Energien bei uns kennen, auch von der Kernenergie, musste das eine ganz erhebliche Subventionierung sein. Und damit es Investoren gibt, die das tun, war festgelegt und ist festgelegt, dass diese Einspeisevergütung für 20 Jahre fest gezahlt wird. Das führt natürlich dazu, wenn du das über 20 Jahre machst, dass dann kumuliert man das mit Zeitwerten, wie geschehen, zu großen Summen kommt. Ja, dies ist der richtige Punkt gewesen, dass man sagt, das kostet aber Geld. Das wird nicht aus den Haushalten heraus subventioniert, sondern durch eine Quersubventionierung als einen Mischpreis, also über den Stromverbrauch selbst. Eigentlich eine ganz vernünftige Verfahrensweise. Und damit wir die energieintensiven Betriebe dadurch nicht zusätzlich belasten, sind die aus diesem Bereich ausgenommen. Die werden davon nicht belastet. Was natürlich diejenigen, die nicht ausgenommen sind, mehr belastet und nicht gerade fröhlich macht. Sie können sich vorstellen, dass unsere Bürgerinnen und Bürger, die Haushaltskunden, die das mitzuzahlen haben, das natürlich als ein gewisses Problem ansehen. Aber ich stehe sehr dazu, dass wir das machen. Diese Ausnahme für energieintensive Betriebe, denn Deutschland hat einen ganz großen Vorteil, dass wir die volle Wertschöpfungskette in unserer Industriestruktur noch haben. Und deswegen sind wir deutlich besser aufgestellt als unsere Nachbarn auch in Europa. Der Marktzugang ist dadurch erschaffen worden. Wir bekommen Economies of Scale. Die Kosten für diese Produkte sinken drastisch. Und dadurch können die Förderungen deutlich zurückgeführt werden. Dies ist besondererweise notwendig nach dem letzten Jahr, in dem wir geradezu einen Rekordzuwachs an Solarenergie in Deutschland gehabt haben. Etwas über 7.500 Megawatt, also eine gewaltige Zuwachsgröße. Wenn Sie fragen, warum gerade im letzten Jahr, dann hat das einige Begründung darin, dass schon beschlossen war und ist, dass ab 1.1. diesen Jahres die Förderung um 15% zurückgeht. Und dass die Mengenentwicklung des letzten Jahres zu einer zusätzlichen Subventionsrückgang in diesem Jahre nochmal führt, also zum 1.7. werden wir nochmal etwa 15% weniger Förderung haben. Aber immer noch aufgrund der Tatsache, dass gleichzeitig die Kosten für Solarmodule deutlich gesunken sind, ein durchaus attraktives Investment. Ein Investment, das, wie gesagt, auf 20 Jahre festliegt, ist ja schon mal was. Und mit einer Verzinsung, die selbst die gute Anzeige einer der deutschen Großbank, was 2% pro Jahr deutlich überschreitet. Deutlich überschreitet. Und das meine Damen und Herren, habe ich jetzt nicht gesagt,
weil es der Werbeblock für den Gastgeber darstellt, sondern weil es nun mal so ist. Und da kann man sich immer drüber unterhalten, müsste das noch schneller sein? Kriegt man das noch weiter runter? Aber sie haben natürlich auch Industriestrukturen entwickelt, die daraufhin mit ausgerichtet sind, sodass es eine gewisse Logik gibt, dieses nicht in Frage zu stellen, indem man einen Deckel drauflegt, der fest ist, wo keiner weiß, ob oder ob er nicht damit eingebunden wird, sondern dass man einen sogenannten atmenden Deckel bei der Subventionierung gibt, der sich anknüpft an die Verkaufsmengen dieser Energie im letzten Jahr. Je höher die ist, umso schneller geht die Subvention runter, die dann aber wieder festgeschrieben auf 20 Jahre gilt. Wie gesagt, bin jederzeit und gerne dazu bereit zu sagen, gibt es da bessere Lösungen? Und wir werden, wenn wir weiterkommen mit dieser Energie, sicherlich auch darüber nachdenken müssen, was können wir damit machen. Wir gehen jetzt auf 4% der erneuerbaren Energien aus Solar hinzu. Wir werden es bis 2020 auf etwa 10% haben. Die Bundesregierung hat gesagt, wir werden bis 2020 etwa 35% der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien haben. Davon bleibt nach wie vor der Löwenanteil beim Wind, aber die Solar holt deutlich auf. Also ein breites Investitionsfeld, das nicht aus DAFKE gemacht worden ist, sondern mit dem Ziel, dass wir uns unabhängiger machen können von Importen aus anderen Regionen, die, wie zu Recht festgestellt wurde, meistens politisch instabil sind. Und dass wir das erreichen können dadurch, dass wir die bei uns geernteten Energien permanent kostengünstig erzeugen können. Dass wir langsam an die Netzparität herangekommen sind, ist ein Beleg dafür. Aber ich will das nicht dabei belassen, denn es gibt ja, und es ist auch immer und immer wieder richtigerweise zu erwähnen, bei dem Umstieg von den traditionellen Energien, in besonderer Weise von der Kernenergie, auch die Frage, welche anderen Infrastrukturen sind damit verbunden? Wie sieht es aus mit Stromleitungen? Jeder weiß, wenn wir dezentrale, nicht kontinuierlich erzeugende Energiequellen haben, hast du andere Anforderungen an die Leitung, als wenn du einen großen Block verbrauchernah, der kontinuierlich erzeugt, bauen kannst. Also ist diese Konsequenz zu bedenken. Und ja, es ist nicht immer nur leicht, neue Stromtrassen zu genehmigen. Ich habe gerade die Freude, ein neues Institut aufzubauen, auf Bitten der deutschen Wissenschaftslandschaft und Unterstützung des Bundesforschungsministeriums. Wir machen gerade eine Untersuchung über das sogenannte NIMBY-Prinzip, Not in my backyard. Und wir kennen das St. Florians-Prinzip, ist es bei uns. Es ist ganz spannend zu sehen, dass es sehr große Unterschiede gibt in der Frage, wie man mit den Menschen redet und welche Reaktionen damit verbunden sind. Wundert ja eigentlich nicht. Aber wiederum zeigt sich, dass in dem Moment, wo du eine neue Technik entwickeln musst und daraus Konsequenzen kommen, neue Engpässe, neue Techniken bringen. Meine Damen und Herren, ganz ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob es Ihnen anders geht, aber bevor man auf diese Energiewende gekommen ist mit einer Notwendigkeit der Veränderung der Netzstrukturen, ist bei uns in Deutschland die Frage, kann man Gas und Strom miteinander verbinden, praktisch nicht gemacht worden. Jetzt kommen wir auf die Idee Power to Gas. Wir können natürlich Strom, der diskontinuierlich anfällt, eine der großen Erfahrungen aus der Diskussion, der intensiven Diskussion über erneuerbare Energien ist darin zu sehen, dass festgestellt wurde, die Sonne scheint nachts nicht. Das ist eine neue Erkenntnis gewesen. Dem ist aber entsprochen worden, indem man sagt, wenn aber die Sonne dann nicht scheint, was kann ich machen, dass die Sonne, die am Tag scheint, auch nachts als Strom genutzt werden kann. Also brauche ich Speicher. Wenn es gelingt, und technisch ist es natürlich überhaupt kein Thema, gehen Sie mal zu einem großen Unternehmen in München, das hat sein Geschäftsprinzip darin, dass es Strom zu Gas umwandelt, dann können wir natürlich die gesamte Gasinfrastruktur auch dazu nutzen, um den regenerativ gewonnenen Strom zu transportieren und zu speichern. Denn Deutschland ist gesegnet durch eine Vielzahl von
akzeptierten Gasspeichern in dieser Bevölkerung. Wir können fast bis zu einem Jahresbedarf an Gas bei uns speichern. Also eine neue Technologie. Genau das Gleiche mit dem Hinweis auf die Smart Grid, ein Energieinternet. Wie kriegen wir die Verbindung zwischen Anbieter und Nachfrager so hin, dass es ein verändertes Verhalten in der Nachfrage nach Strom gibt? Alles dies nicht Visionen, sondern konkret. Bis hin zu der Tatsache, meine Damen und Herren, und daran arbeitet dieses Institut, was ich die Freude hatte mit zu erwähnen, ebenfalls intensiv und zwar kompetent, immerhin durch einen Nobelpreisträger, durch Carlo Rubbia, der lange Zeit CERN geleitet hat. Was können wir denn tun, damit wir den Kohlenstoffkreislauf schließen? Warum behandeln wir CO2 als Abfallstoff, von dem wir bestenfalls noch sagen, wir müssen unter der Erde ablagern? Es gibt gegenwärtig bereits, gehen Sie zu Bayer Leverkusen, gehen Sie zur BASF, natürlich Techniken, in denen Sie Kohlenstoff in die chemischen Prozesse einbinden. Ich habe selbst bei der Eröffnung mitgewirkt, also ich kann es glaubwürdig bezeugen. Genauso ist es ja zu fragen, richtigerweise darauf hingewiesen, dass es nicht einen Baum gibt und nicht ein grünes Blatt gibt, das gewachsen ist, ohne dass CO2 verwendet worden ist. Die Photosynthese ist eigentlich eine ganz naheliegende Technik, die die Natur entwickelt hat dafür. Und da gibt es natürlich sehr viele, nicht viele, aber in der Wissenschaft eine relevant große Zahl von Mitarbeitern, die sagen, können wir nicht auch eine künstliche Photosynthese machen? In Deutschland wird das zum Beispiel an der Jakobs-Universität in Bremen intensiv gemacht. Also, meine Aussage ganz schlicht und einfach. Die allein ökonomische Notwendigkeit für eine Welt, die weiterhin an Bevölkerung zunimmt, Energiemöglichkeiten zu haben, die eine sichere Energieversorgung zu einem Wachstumsprozess weltweit gibt, lässt es mehr als sinnvoll werden, dass ein technologisch führendes Land wie die Bundesrepublik Deutschland sich damit beschäftigt, wie kriegen wir dort die Kosten runter, wie können wir die zu marktgängigen Produkten machen, wie können wir die am Ende auch exportieren. Bereits gegenwärtig wird etwa 70% unserer Windindustrieproduktion exportiert. Dies haben wir zur Grundlage genommen und gesagt, vor diesem Hintergrund können wir aus der Kernenergie ausscheiden. Nicht, weil wir geglaubt haben, morgen explodieren sie bei uns, sondern weil wir die Chance haben, damit eine Perspektive von Energieversorgung zu machen, die bisher nicht da war, und weil wir damit die Möglichkeit haben, den Wirtschaftsstandort Deutschland auf Dauer wirklich attraktiv zu halten. Einen letzten Satz, ich weiß, ich muss gehen, die stehen mir schon so alle im Nacken. Aber das ist das Risiko, wenn Sie einen ehemaligen Minister einladen und der hat ein Mikrofon, hört er nicht auf zu reden, das ist das Problem. Aber ich komme zum Ende. Es ist immer schlimm, wenn man den Satz sagt, ich komme zum Ende und es kommt Beifall auf. Das ist schlecht, also bitte jetzt doch nicht. Das wäre peinlich, wollte ich vermeiden. Ich hatte ja die Freude, vor ganz kurzer Zeit auf Einladung des deutschen Botschafters in Frankreich in unserer deutschen Botschaft in Paris vor der Crème de la Crème der französischen Gesellschaft die deutsche Energiewende zu erläutern. Ich gebe gerne zu, dies war kein vergnügungssteuerpflichtiger Abend für mich, auch wenn nach dem Vortrag und der langen Diskussion ein sehr guter Wein gereicht wurde. Aber überall stößt du auf eine ganz spezifische Reaktion. Natürlich kommen sie erst hin, Sätze German Angst. Wir haben mit Angst ein neues Lehnwort in die Sprache eingebracht. Das letzte war Le Waldsterben. Wenn Sie sich erinnern, die anderen sagen, na ja, es machen die Deutschen das, was wir nicht geschafft haben, sie schwächen ihre Industrie selber. Die nächsten wiederum sagen, klasse, die kommen dann und kaufen bei uns den Strom, den sie bei sich nicht erzeugen, ist ein gutes Geschäft für uns. Und die anderen sagen, na, wäre ja schön, wenn es klappt, aber. Und am Ende kommen sie alle zusammen zu dem Ergebnis, es ist zwar schwierig, aber wenn Sie es die Deutschen vornehmen, du kannst nicht ausschließen, dass es klappt. Kannst nicht ausschließen. Und das ist nichts Nationalistisches. Nicht, dass Sie das irgendwo falsch verstehen. Ganz im Gegenteil. Ganz im Gegenteil. Und da schließe ich mich wieder bei ganz und gar Herrn Sinn an.
Du kannst ja lange zum Ergebnis kommen, was ein Blödsinn, warum machen die das, gegen alle Rationalität. Kannst du mal kommen, ich bin nicht dieser Meinung, man kann dazu kommen. Und ich habe mit vielen in der deutschen Wirtschaft gesprochen. Aber man kann auch mal sagen, diese Entscheidung ist nahezu einstimmig im Deutschen Bundestag ergriffen worden. Wir sind in einer offenen parlamentarischen Demokratie. Aber wenn wir so entschieden haben, dann muss es auch klappen. Wir können nicht irgendwann wieder zurückkommen und sagen, Sie kennen vielleicht noch dieses schöne Plakat nach dem Zusammenbruch des Kommunismus, wo Marx drauf stand und drunter stand, ich hatte mal so eine Idee. Wir können in 4, 5 Jahren nicht herkommen und sagen, oben Energiewende und unten schreiben wir drunter, wir hatten mal so eine Idee. Das muss jetzt klappen. Und deswegen lege ich lieber eine Schippe mehr drauf. Auch wenn ich sage, verdammt, möglicherweise hätte man das auch ein bisschen preiswerter gebracht. Aber wir müssen das durchsetzen, denn die Return on Investment für die Volkswirtschaft insgesamt sind nach meiner Meinung sehr, sehr positiv. Ich danke Ihnen sehr herzlich. Applaus